Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Cult of the Lamb. Ja, warte mal, ich wollte hier mal ein bisschen was einsammeln. Das müssen wir auf jeden Fall, diese vergammelte Nahrung auch. Okay, also es macht keinen Sinn, so viel Nahrung vorweg zu machen. Ja, wir spielen dieses Spiel noch eine weitere Woche. Noch eine weitere Runde sozusagen. Und ja, das sah zu Anfang nicht so aus. Da war es die ganze Zeit, lang immer 50-50. Ich habe ganz schön mitgefiebert, aber jetzt steht das 64 zu 36 für ja. Das heißt, wir spielen das noch eine weitere Runde. So, das sieht sehr merkwürdig aus. So, ich bin gerade am Überlegen. Wir haben, glaube ich, gerade keinen... Oh, Holzplatz, Steinmine. Hm? Warte mal, können wir das gerade bauen? Das ist auch die Leichengrube. Holzplatz und Steinmine. Da. Das können wir sogar gerade bauen. Oha. Wo sollen wir das denn hinmachen? Hier wollte ich ja eher so diesen Kultkram machen. Und hier wollte ich eher so die Versorgung hinmachen. Ne? Aber da ist natürlich doof. Ich würde sagen, mache ich das einfach vielleicht tatsächlich hier hin. Und einmal... Die Steinmine ja auch noch. Die haben wir ja gerade erst freigeschaltet. Machen wir die hier hin. So. Kommt zum Bauen. So. Das war auf jeden Fall eine Aufgabe. Ich weiß gar nicht mehr, von wem die war. Wir haben aber auch gerade keinen, der gegen den Kult ist, ne? Zum Glück. Hoffe ich doch. Ja. Also es sieht ganz gut aus. Der Glaube sieht im Moment ganz gut aus. Ja, warte, ich spreche gleich sofort mit dir. Wobei, ich kann jetzt mit dir sprechen. Was ist mit dir los? Glorreicher Anführer, einige Ältesten wurden aus ihrem Kult verbannt und suchen nun einen Ort, um ihre letzten Jahre zu verbringen. Vielleicht sollten wir sie bei uns aufnehmen. Ja, gar kein Problem. Nehmen wir doch mal. Anhänger wartet auf Indoktrination. Hallöchen. Bekehre mich zu deinem Kult, ich werde deinen Lehren treu folgen. Okay. Alles klar, den haben wir dann auch. Der hat starke Verfassungen. Die Heilung verläuft um 15% schneller, wenn ein Kranker sich im Bettruhe befindet. Eifer, er ignoriert die Predigen von Abweichlern. Sehr gut. Unglaublich. Erzeugt Hingabe 15% langsamer. Okay, also macht das für den vielleicht eher Sinn, wenn wir den einsetzen... Also kann man doch gar nicht. Okay. Adre ist schwer krank und wird ohne Bettruhe in wenigen Tagen sterben. Wer ist denn Adre? Ach da, Mensch. Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Okay. Schön. Ich wollte mit dir mal reden und zwar würde ich dir gerne einmal meinen Segen geben. Davon mal ganz ab. Und dann würde ich sagen, leg dich mal ins Bett. So, hier würde ich auch gerne jemanden segnen. Oh, zwei Leute gleichzeitig. Sehr schön. Und du hast eine Aufgabe, sehe ich gerade. Was möchtest du? Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Okay. Oh, Level up. Danke. Oh, ein Steinchen. So, du kannst gerne... Ich bin zu alt und schwach, großer Anführer. Mir bleiben nur noch ein paar Tage. Ja, ist ja in Ordnung. Was ist das? Hushund. Ja, wer ist ein feiner Hund? Genau, du bist es. Erst einmal möchte ich gerne meinen Segen geben. Und dann würde ich sagen, Mensch, du bist jetzt der Haushund, ne? Ja. Okay. Achso, okay. Seht ihr an, was der Anhänger denkt? Ich glaube ans Jenseits. Hat ein hohes Alter erreicht. Ich habe ein gutes, arbeitsreiches Leben geführt, aber jetzt werde ich müde. Der Kult hat ein neues Gebäude. Unser glorreicher Kult wächst weiter. Ich habe so ein Glück, dass ich hier bei unserem Anführer sein darf. Okay. So. Ach, der ist denn automatisch. Okay. Ah. Aber dann müssen wir noch ein paar Leute einsetzen, würde ich sagen. Was möchtest du denn? Oh, du hast es geschafft, wahrlich. Du bist ohne Makel. Ich bin dankbar, großer Anführer. Okay. Er wollte unbedingt was loswerden. Dann würde ich sagen, geben wir nochmal den Segen. So, haben wir heute eigentlich schon eine Predigt gehalten? Das ist wichtig.
Kann ich nicht jemanden dazu beauftragen eigentlich, dass derjenige mal die Kacke wegmacht? Weil ich als Anführer muss hier die Kacke wegmachen. Hallo? Kann doch nicht sein. So, gehen wir mal hier rein und gucken mal, was wir hier so anstellen können. Und zwar würde ich gerne eine Predigt halten. Selbstverständlich. Na, okay, er dauert ein bisschen länger. Okay. Der Kranke ist nicht dabei. Das ist auch in Ordnung. Ah, sehr gut. So, was können wir denn freischalten, Schönes? Wir haben Eifer des Rechtschaffenen. Was heißt das? Erhöht die Gesamtmenge deines Eifers, um einen weiteren Fluch wirken zu können. Auf deinen Kreuzzügen tauchen 3 neue Flüge auf. Okay. Kudai, Segen. Beschwöre eine Waffe oder einen Fluch erneut, aber die Stufe wird um 1 gesenkt. Funktioniert nur im Eingangsraum. Okay. Beschwöre eine Waffe oder einen Fluch erneut, aber die Stufe wird um 1 gesenkt. Finde ich alles nicht sonderlich interessant. Was ist das? Herz des Gläubigen. Halte dauerhaft ein halbes Herz. So, das nehmen wir doch mal. Dann können wir, glaube ich, auch das freischalten, ne? Sehr gut. So, wo wir doch gerade hierbei sind. Die Krone können wir, glaube ich, auch erweitern. Obwohl, nee, doch nicht. Das Vlies bleibt das gleiche. So, Rituale. Können wir da irgendwas wirken? Was ist das? Ritual ist... Wir haben genug Glauben im Moment. Also, das ist das nicht. Nee, ich glaube, das ist... Alles gut. So. Ach ja, wir haben auch noch göttliche Inspiration. Stimmt, Dämonenbeschwörung. Du kannst einen Dämon von einem Anhänger Besitz ergreifen lassen, damit dieser dich auf deinem nächsten Kreuzzug begleitet. Ach ja. Vogelscheuche hält Vögel davon ab, Saatgut von Ackerplätzen Reichweite zu stehlen. Das ist sehr gut. Ich glaube aber, ich würde gerne das machen. Genau. Wobei, wir haben ja auch schon eigentlich gesagt, wir würden gerne... Was ist das? Einfache Dekoration? Okay. Opferstatue. Eine Statue, bei der der Anhänger zu deinem Ehrenopfer hinterlassen kann. Oh. Aber eigentlich wollte ich das gerne machen, aber na gut. Dazu werden wir auf jeden Fall noch kommen. So, was haben wir denn hier noch Feines? Das können wir bauen. Wir haben genug. Okay, das muss ich dann ersetzen. Auch interessant. Kommt ihr bitte zum Bauen? Nur mal so nebenbei. Danke. Aber auf der anderen Seite könnte ich das eigentlich so lassen, weil theoretisch wird ja trotzdem alles gebaut. Fange einen Oktopus. Ich glaube, das würde ich gerne nochmal versuchen. Bisschen angeln. Aber dann sind die beiden Plätze schon mal sicher. Ist ein neues Gebäude geglaubt. Gebaut. Was haben wir hier noch Feines? Nichts mehr, ne? Okay. Das haben wir auch alles, ne? Missionar, Tempel, Schrein haben wir alles gebaut. Leichengrube, Kochfeuer. Ich glaube, warte mal, aber ich wollte eigentlich die ganze Zeit noch das bauen. Ne, Ackerparzelle. Und zwar hier. Bis hierhin geht das. So. Damit der schön anbauen kann, den ganzen Kram. Zack. Irgendwer ist doch eigentlich dafür verantwortlich, oder nicht? Oder ist das der, der jetzt gerade krank ist? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Vielleicht sollte ich nochmal jemanden anderes dafür einsetzen. Ach nee, das ist der. Ach so. Deswegen hat er auch so ein kleines Hütchen auf, ja? Einmal eine Kleinigkeit essen. Immer gut. So. So, sehr schön.
Wir können. Ne, das können wir nicht hinzufügen. Aber das können wir hinzufügen. Okay, sehr gut. So, einige Sachen kochen. Fleischmahlzeit kochen wir. Kräftige Fischmahlzeit. Miese Fleischmahlzeit. Ja, das ist okay. Können wir auch beides kochen. Was ist das? Tödliche Mahlzeit? Nee, das möchte ich gerne nicht machen. Was brauchen wir denn dafür? Okay. Und ganz viele Bärenmahlzeiten machen wir zur Not noch. So. Zack, 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 zack. Warum ist da jemand krank? Ach, weil er krank ist wahrscheinlich, ne? Hier liegt auch irgendwo noch was, weil da oben sieht man nämlich immer ganz schön, oben links, sieht man ganz schön, wenn hier noch irgendwie Keime rumfleuchen und kreuchen. So, jetzt sieht das ganz gut aus eigentlich. Ich glaube, da hinten ist auch eher so ihre Kackerecke, ne? Guck mal, der baut schön weiter, sehr gut. So. Ja, was ist denn los? Was möchtest du denn von mir? Wohlwollender Anführer, bitte verurteile mich nicht, aber ich wollte schon immer eine Mahlzeit aus Gut essen. Junge Wollef hat dazu eine Kotmahlzeit zu essen. Merkwürdig, aber gut. Also, tödliche Mahlzeit. Ist das die Kotmahlzeit? Kann ich das irgendwie... Ja, du musst das jetzt auch nicht extra dafür, ja. Achso, das kann ich sogar auswählen. Sehr gut. Brotmahlzeit. Oh, gar kein Problem. Nimm sie. Ich glaube, die anderen sind da nicht unbedingt scharf drauf. Warum nicht, ne? Warum nicht? Dünger hinzufügen, Dünger hinzufügen, Dünger hinzufügen, Dünger hinzufügen. So, wir bleiben jetzt heute Nacht nochmal hier, würde ich sagen. Ja, warum wohl? Der wollte das doch so. Der hat kein Bett. Ja, die haben alle kein Bett, ne? Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Ja, danke. So, Quest abgeschlossen. Das können wir irgendwie einfangen, ne? Zack. Zack. Direkt hier neben dem Kot liegen. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Was ist das gewesen? Oh, eine Spinne. Okay. Erhalte. Erhalte. Ja, so weit können wir sonst nicht mehr so viel machen. Schnell einfangen, schnell einfangen! Achso. Das hier einfangen. Nee, das einfangen. Nee. Zack. Ein Häppchen. So, morgen wollen wir dann mal früh am Morgen. Deswegen ist da bestimmt auch das Symbol oben drauf. Aber wollen wir natürlich gleich eine gute Morgenpredigt halten. Aber erstmal muss die Nacht vorüber sein. Die wollen ja auch schlafen, ansonsten sind die wieder schlecht gelaunt. Ach, guck. Jetzt aber. Tag 16. Eine gute Morgenpredigt. Bitte alle versammeln. Wichtig, dass wir die halten, auf jeden Fall. So, die Krone. Eine neue Doktrin, die neue Doktrin verkünden. Ja, können wir machen. Was machen wir denn da? Unterweise sehen wir nur tägliches Brot. Können wir vielleicht mal machen? Festschmaus oder Fasten? Ritualfasten. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um eine Fastenzeit auszurufen. Anhänger werden 3 Tage lang nichts essen oder hungrig sein. Festritual. Schalte das Festritual frei. Organisiere ein großes Festmahl für deine Anhänger, um ihren Hunger zu stillen und erhalte 25% Glauben. Das ist richtig gut.
wenn wir dann mal wieder Probleme mit unserem Glauben haben, weil das ist das Einzige, glaube ich, womit wir bisher immer Probleme hatten. Zack. Okay. Ja, Kosten 75. Alles klar. Sehr schön. Rituale. Können wir auch Neues machen? Achso, ja, das ist ja das hier. Alles klar. Und Doktrin. Da sind wir ja natürlich jetzt dabei. Anhängerausstieg, Star Festritual. Okay, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt einmal zum Leuchtturm. Okay, die Grasmahlzeiten können weg. Machen wir auch nicht nochmal Grasmahlzeiten. Und ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr. Ne? So. Wir reisen einmal. Gerne unten nach unten zum Strand. Einmal hier hin. So, Pilgerpassage. Wir brauchen, wie auch immer wir die bekommen. Oh, das sind aber ganz schön große Fische gerade. Hallöchen. So ein Oktopus brauchen wir noch. Ein Hummer, glaube ich, ne? Das Gute ist halt, dass wir Fisch immer gut gebrauchen können. Weil... Thunfisch. Wird auch daraus Mahlzeiten herstellen, ne? Zack, und noch ein Thunfisch wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Zack. Fischies. Komm, put, 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 put. Okay, wusste ich gar nicht, dass ich das auch einholen kann. Oh, der Oktopus. Endlich können wir ihm den auch geben. Jetzt fehlt nur noch der Hummer. Weiß gar nicht, was wir da... Ja, natürlich. Jetzt kriegen wir da zwei von, ne? Die ganze Zeit suchen wir den. Finden keinen. So. Ich weiß gar nicht, was wir sonst mit dem Oktopus machen können. So. Na, was ist das? Auch ein Oktopus? So schwierig, wie der sich fangen lässt? Nee, ein Thunfisch, okay. Oh, was ist? Ach, Kugelfisch. Stimmt. So, da hinten haben wir noch ein... Ja, der ist nicht ganz so... Na komm, komm. Fischi, komm. Komm, 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 komm. Na komm, 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 komm. Fischi. Schnell. Ich hol den mal rein. So. Ach, jetzt, guck mal, jetzt wurde er darauf aufmerksam. Oh. Was ist das? Marlin? Ein Schwertfisch? Ja, tatsächlich. So, davon können wir auf jeden Fall nochmal einen abgeben. Endlich ein Oktopus. Sobald ich das hier aus den Wellen gefischt habe, war mir klar, dass kein Sterblicher etwas damit anfangen kann. Hier kommst du ins Spiel. Damit können wir nachher die Roben freischalten, ne? So, keine Fische, schade. Ja, ist nicht mehr krank, sehr gut. Ich frage mich nur... Hm, stimmt, hier hätten wir ja auch noch ein bisschen was. Ich frage mich tatsächlich nur... Was frage ich mich? Achso, wo ich wieder die Kristalle herkriegen. Aber hier kommen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr weiter. Was ist das hier? Segneter Tour? Wir haben keine Münzen mehr, ne? Das ist das Problem. Mosaikboden. Okay, können wir sowas hier kaufen? Interessant. Ich würde mal sagen, wir gehen doch mal auf Reisen. Holt das Lanz. Weil wir könnten theoretisch auch schon darauf warten. Ah.
Göttliche Inspiration freigeschaltet, sehr schön. Da haben wir gesagt, wollen wir als nächstes auf jeden Fall das hier machen. Das Gefängnis. Sehr schön. Was ist das denn? Ein Ort, an dem Anhänger tagsüber Beten und Hingabe hinterlegen können, wenn sie dir nicht im Schrein huldigen. Auch interessant nachher. So, ich würde ganz gerne... Ja, wir haben nur leider keine 20 Münzen, ne? Okay. Gut zu wissen. So, Mahlzeiten sieht langsam auch ein bisschen mager aus. Wobei, wir können, glaube ich, neue Mahlzeiten basteln. Wir haben doch köstliches Fischgericht. Reicht an Zutaten und perfekt zubereitet. 25% Chancen, dass wertvolle Ressourcen hinterlassen werden. 30% Chancen, dass sich ein kranker Anhänger von der Krankheit erholt. Oh. Interessant. Grasmahlzeiten, die wollen wir nicht. Was ist das? Leckere Fischmahlzeit, auf jeden Fall. Bärenmahlzeit, miese Fleischmahlzeit, meinetwegen auch das noch. Kohlmahlzeit auf jeden Fall nicht. Tödlich auch nicht. Die machen wir auch mal. Ja. Zack, 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 zack. So. Sehr schön. Leute sollen ja nicht hungern hier bei uns, ne? Ist zufällig wieder dort unten. Ein Fisch dort. Vielleicht muss man die ja nachts oder tagsüber oder so angeln. Ich weiß das ja nicht. Was ist los? Für uns mächtiges Lamm. Okay. Fische. Oha, was ist hier denn los? Ich möchte doch nur endlich den Hummer haben. Der Hummer. Zack. Und alles nur so große Fische, ne? Ist auch ein bisschen schwieriger. Was ist das? Thunfisch. So. Kugelfisch. So. Thunfisch. Den können wir mal ganz gut gebrauchen. Können wir ein paar Mahlzeiten herstellen. Das ist auf jeden Fall eine sichere Einnahmequelle, finde ich, um Essen herzustellen. So, ich wollte auf jeden Fall jetzt nochmal die Nacht abwarten, um dann wieder komplett loszustiefeln, sozusagen. Ja, wie kann man das denn nennen? Dungeons? Auf jeden Fall, um wieder ein paar Gegner zu besiegen. Ich hätte gerne den Hummer. Tag 17. Ein Oktopus. Ich meine, so schlecht geht's denen ja bei uns gar nicht, ne? Die haben was zum... Die meisten haben Platz zum Schlafen. Die haben regelmäßig was zu essen. Da achten wir ja nun wirklich richtig genau drauf. Was haben wir denn noch so Feines? Und es ist relativ sauber. Und sowas halt. Also, die müssen nur ein bisschen arbeiten. So schlecht haben sie es bei uns nicht. Finde ich zumindest. Es gibt bestimmt Kulte, da ist das ein bisschen anders. Wie unseren Weihnachtsmann-Kult, den wir letztes Jahr gegründet haben. Oh nein, da. So. Bevor die ganze Folge nachher wieder aus Angeln besteht, höre ich auch gleich mal auf. Ich wollte das jetzt nochmal leer fischen. In der Hoffnung, dass wir endlich den Hummer finden, weil ich möchte gerne diese, ja, das Ding fertig da haben, was er uns da gibt.
Oh nein. Aber das ist bestimmt wieder ein Dings. Hier, ja, wie heißt der? Ein Thunfisch, ja, genau. Man sieht schon manchmal, wie wenn die so schwerer zu angeln sind, dann sieht man immer ganz gut. So. Wir haben leider immer noch keinen Hunger. Okay. Sieht man immer ganz gut, ja. Was das für ein Fisch sein kann. So, ein paar Mahlzeiten würde ich euch gerne nochmal herstellen. Und zwar, oh, davon kann man auch nochmal ein paar mehr herstellen. Und vier. Die sollen bei uns ja auch nicht, ne, schlecht behandelt werden oder so. So. Zack, 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 zack. Kommt alle essen, Freunde. Ja, es ist lecker, ne? Das habe ich mir gedacht. Achso, und hier können wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen sammeln. So, was möchtest du von mir? Großer Anführer, glaubst du, wir können bald etwas Extravagantes zu essen haben? Zum Beispiel köstliches Fischgericht, das mache ich doch schon die ganze Zeit. Auf jeden Fall eine Predigt halten wir nochmal ganz kurz, ganz schnell. So. Herzen des Gläubigers. Was haben wir denn hier? Waffenbeherrschung. Nekromantenwaffen. Nekromantenwaffen lassen gefährliche Geister aus toten Gegnern entweichen, die Widersacher in der Nähe angreifen. Finde ich relativ interessant tatsächlich. Jo, nehmen wir doch mal mit, ne? Ah, sehr schön. Guck mal, Glaube. Sieht auch immer noch ganz gut aus. Ja, darf ich hier auch mit durch? Danke. Du kannst mir gerne was abgeben. Danke. Ich habe gleich gesehen, ist hier noch jemand irgendwie, der leuchtende Augen hat. Dessen Augen funkeln. Oh, bevor hier wieder jemand krank wird, müssen wir nochmal kurz aufräumen, bevor wir uns auf den Weg machen. Können wir noch mal jemanden losschicken eigentlich? Hier, so, zack, hier. Stufe 4, Stufe 3, Stufe 2, Stufe 1. Nehmen wir doch hier doch Stufe 4, ne? Der ist doch, glaube ich... Oh, Münzen. Münzen können wir immer gut gebrauchen. Attacke, tschüss. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, höherstufige zu nehmen oder niedrigstufigere. Ich wollte gerne auf jeden Fall nochmal... Können wir gar nicht bauen, weil wir nicht genügend Münzen haben. So, das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall auf den Weg machen. Zack. Wer hat sich denn darum gekümmert? Naja. Offen mehr mal, derjenige kümmert sich auch noch weiterhin darum. Beerenstrauch, Kürbissamen. Ah, sehr gut. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder auf den Weg, ne? So, ich überlege gerade. Wir kommen hier noch nicht so richtig. Was ist mit dir los? Was hast du hier Schönes? Kann ich nicht auch Sachen verkaufen? Benötigt 6, also 9. Okay. Ah, 9. Es geht nach Anhängern. Ah, hier brauchen wir 7. Haben wir fast. Und hierfür brauchen wir 12. Okay, dann heißt das, das hier ist das nächste, was wir öffnen können. Düsterholz. Aber lass uns erstmal nochmal wieder nach Düsterholz gehen. Gut. So. Okay, Nekromantendolch zerstört einige Gegner. Nee, einen Gegner, um einen Geist zu entfesseln. Der Gegner in der Nähe angreift. Schön. Was ist das Feines? Ikor-Auswurf 4. Zum Ziel gedrückt halten. Ein Projektil, das schwarzen Ikor versprüht. Nehmen wir auch doch gleich mit, ne? Aber bevor wir weiter auf den Weg gehen, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ich sage Tschüss.